sehr selten von der Linie ab. Hast du den Block ist der breit, dann muss der Helden noch mal, dann immer noch nach außen spielen. Ich kann nicht immer. Alfred Gislason in Action. Das Taktikboard gehört genauso zu ihm wie seine manchmal gar nicht so gemeinte grimmige Miene. Die Anspannung ist groß. Bis zur Olympia gibt es noch viel zu tun. Dass wir versuchen, erstmal Stück für Stück uns da reinzuarbeiten. Natürlich haben wir jetzt kommende Woche zwei Spiele gegen Brasilien und gegen Ägypten. Und da müssen wir natürlich auch die anderen Bereiche trainieren. Aber aus dieser kurzen Zeit, die wir haben vor dem Abflug, müssen wir schon ziemlich konzentriert arbeiten. Die meiste Arbeit sieht der Isländer immer noch in unserer Abwehr. Will mit Pekela, Golla und Lemke einen Innenblock hinzimmern. Wir haben ja keine drei Wochen Zeit wie der eine oder andere, um das zu machen. Also, oder wie die Spanier, die Franzosen und mehrere andere Nationen, die schon seit Mitte oder Anfang Juni dabei sind. Aber da werden wir durch das ganze Spektrum von des Handballs durchgehen müssen. Oder? Und das natürlich werden wir machen. Aber Alfred weiß auch, was seine Jungs für eine Mammutsaison hinter sich haben. Ja, die hatten natürlich sehr lange Saison, aber das gilt nicht nur um unsere Spieler, sondern sehr viele, besonders die Skandinavier, sind auch in der Bundesliga und haben das gleiche Problem wie wir. Dann Spieler natürlich waren am Ende der Saison müde, hatten aber alle eine Woche Zeit, sich zu erholen, und man kann sicherlich sagen, dass sie schon alle in körperlich guter Verfassung sind, so direkt nach der Saison. Deswegen heißt es jetzt auch mit 100% schuften für das olympische Turnier, auch im Videotraining. Mit Spanien, Norwegen und Frankreich haben wir natürlich die absolute Hammergruppe erwischt. Das war uns schon klar, oder es ist immer, das sind ja halt Olympische Spiele. Da gibt es ja keine leichte Gruppe. Das sind zwei Gruppen. Und vielleicht kann man sagen, dass in unserer Gruppe eine Mannschaft stärker ist insgesamt als die andere. Aber das ist fast nicht mehr so. Also man muss es alles so nehmen, wie das kommt. Und von daher muss man von Spiel zu Spiel denken. Aber trotzdem hoffen wir, dass wir da gut reinkommen. Damit Alfred Gislason bei seiner dritten Teilnahme an Olympischen Spielen, die erste als Trainer, seine erste Medaille mit nach Hause nehmen kann. Zur Eröffnungsfeier wird er aber auf jeden Fall nicht gehen. Weil ich doch denke, das ist ein Ereignis, sehr schönes Ereignis für die Sportler. Und ich denke, ich könnte da die Zeit anders nutzen. Typisch Alfred eben.